Du kaufst dir ein NFT und bekommst dafür dauerhaft jedes Jahr Smaragde nach Hause geschickt. Das ist mal wieder eine ganz spannende Anwendung von NFT-Technologie, finde ich, und wieder eine coole Kombination von Blockchain, Krypto, NFTs und einer wirklichen Real-World-Anwendung, also von was Realem, was du wirklich anfassen kannst, was eben nicht nur im virtuellen Raum existiert, sondern was dir einen realen Mehrwert bringt. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Krypto-Westfale-Video, wo ich euch ein Projekt vorstellen möchte, von dem ich selbst sehr begeistert bin, das ich plane, langfristig zu begleiten, also mal über das nächste Jahr hinweg auf jeden Fall. Also es gibt da auf jeden Fall in Zukunft einige Updates zu und heute soll es mal so den ersten Überblick darüber geben. Es geht um Emeralds DAO. Und bevor ich da jetzt in die ganzen Details gehe, natürlich wie immer der Disclaimer hier: Stoppt das Video, liest ihr das durch. Und dann ist klar, das ist keine Finanzberatung. Ich stelle euch ein Projekt vor, das ich selber cool finde. Was ihr mit den Infos macht, bleibt euch überlassen. Wenn ihr das diskutieren wollt, meldet euch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten sind wie immer in der Infobox. Also, Emeralds DAO. Wir sind jetzt hier auf der englischsprachigen Seite. Ganz wichtig, es gibt auch eine deutsche Landingpage. Wenn dein Englisch nicht so gut ist, kannst du dir die anschauen. Verlinke ich hier auch, damit du da hinkommst. Und ja, vielleicht erstmal, was ist die Grundidee? Die Grundidee ist, du kaufst ein NFT und wir schauen uns die verschiedenen NFTs gleich an und lieferst damit das Startkapital für eine Mine in Brasilien, in der Smaragde geschürft werden sollen. Wichtig ist, es gibt die Konzession schon, es gibt die Mine schon, es wird dazu das Kapital gebraucht, um wirklich durchzustarten und wirklich die Smaragde da aus der Erde zu buddeln. Und ja, vielleicht gucken wir uns erstmal an, wie entwickelt sich so der Preis von Smaragden. Und das ist ziemlich nice eigentlich. Also wenn man hier so eine Tabelle oder eine Grafik, wo man das sieht über die Jahre von 1995 bis 2022, das hat sich jetzt nicht irgendwie verzehnfacht oder so, sondern es ist vielleicht ja, eine Verdopplung, Verdreifachung, Ver-2,5-fachung vielleicht über die Jahre. Ist also für einen Kryptoinvestor jetzt vielleicht nichts, wo er sagt, oh, das ist total crazy. Hier sieht man es ja im Durchschnitt, Smaragde 5% pro Jahr. Aber es ist eben was Stabiles, ne? Das ist was, was du in die Hand nehmen kannst, was du in dein Safe legen kannst. Das ist nicht diesen Schwankungen unterworfen wie bestimmte Kryptos oder Währungen. Also ich will jetzt auch nicht mein ganzes Portfolio auf Edelsteinen aufbauen, aber es ist eine schöne Beimischung. Insofern finde ich es sehr spannend. Und nochmal, das Ganze ist eine DAO. Das heißt, wir gucken uns das mal an. Es ist eine dezentralisierte autonome Organisation. Das heißt, das Ganze ist dezentral und dadurch, dass du einen NFT dir besorgst, bist du Mitglied dieser Organisation und kannst an den Entscheidungen teilnehmen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend eigentlich. Gut, das sind mal so die Hintergründe. Die Homepage ist recht umfangreich. Schaut euch die auf jeden Fall mal im Detail an. Wir gehen aber jetzt vielleicht mal durch ein paar Aspekte, nämlich durch die News. Und da fange ich vielleicht mal ganz unten an, weil da sieht man so, wie sich das Projekt über die letzten Monate entwickelt hat. Also es geht hier los mit, dass die Konditionen, um eine Lizenz für Mining-Aktivitäten in Brasilien auf den Weg gebracht wurde. Dann wurde mal also die Mine oder das Grundstück für die Mine besucht. Ah, ja, gibt's so eine Clubkarte für die DAO, das ist jetzt vielleicht eher so nice to have, nicht das Entscheidende. Ganz wichtig hier, in der Schweiz gibt es jetzt diese Safe Deposit Boxes. Das heißt, wenn die Smaragde in Brasilien aus der Erde gefördert werden, gehen die in die Schweiz in diese Safe Deposit Box und da kannst du dann eventuell hinfahren und dir dann dein Smaragd abholen, wenn du möchtest, oder ihn von da geschickt bekommen. Aber das Ganze findet eben in der Schweiz statt, was eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen ist. Genau, dann wurde das Land in Brasilien tatsächlich gekauft. Ganz wichtig. Das heißt, die Transaktion für die Mine ist abgeschlossen. Die Mine gehört dem Team. Ihr seht hier zwei Teammitglieder, die sehen wir gleich auch nochmal im Detail, auch um da zu zeigen, die sind wirklich transparenter. Ja, und das Letzte ist eben, dass diese Konzession, um Mining zu betreiben, auch erhalten wurde. Und auch hier ist das Dokument. Also das finde ich schon sehr, sehr stark. Das heißt, da sind die Grundlagen schon geschaffen. Im Augenblick laufen auch Audits und ein KYC bei Solid Proof. Sobald das vorhanden ist, werde ich euch das auch nochmal zur Verfügung stellen, auch um da einfach nochmal klar zu zeigen, das Projekt ist legit. Und wenn ihr gespannt auf die NFTs wartet, kommen wir gleich zu, zeige ich euch gleich. Aber erstmal nochmal zum Team. Also hier sehen wir den CEO,
mit Facebook und LinkedIn. Also könnt ihr euch einfach auch vernetzen, könnt ihr euch anschauen und hier eben auch die verschiedenen Mitglieder des Teams. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Weißt du, die zeigen sich hier. Hier sind die LinkedIn-Profile. Das ist sehr, sehr transparent. Genau so, wie man es von der DAO erwarten würde eigentlich. Und hier gibt es eben auch die Adresse in der Schweiz. Auch das ist schon registriert. Also wir sehen auch hier Privacy Policy und so weiter. Also das ist alles schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Dann, das finde ich am spannendsten eigentlich, natürlich für uns als Investoren jetzt an der Stelle. Das sind die verschiedenen NFTs, die wir kaufen können. Und wir gucken uns die gleich nochmal detaillierter an. Das ist also das Karat-NFT, Investing-NFT, Club-Invest-NFT und das World Collection. World Collection ist, glaube ich, bei $10.000. Das ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Die anderen sind ein bisschen spannender. Und bei dem kleinsten hat man einen One-Time-Reward, wo man einen Smaragd bekommt, einen Gemstone. Und bei den anderen beiden, die relevant sind, meiner Meinung nach, bekommt man einmal pro Jahr einen Smaragden. Und hier, das geht in der Lotterie, welchen Wert der hat, aber hier ist der Minimalwert angegeben. Also der Smaragd hat mindestens einen Wert von $300 oder $600. Natürlich immer zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Ja, dann gibt es noch verschiedene andere Aspekte. Man kann mit Discounts einkaufen, wenn man möchte. Und verschiedene andere Dinge, die mehr oder weniger interessant sind, je nachdem, wie stark du dich in das Projekt involvieren möchtest. Schau es dir einfach mal in Ruhe an. Wir gucken uns jetzt aber auf jeden Fall mal die einzelnen NFTs an. Genau, das sind diese drei hier oder vier. Wie gesagt, also dieses für 10.000 ist, glaube ich, ein bisschen out of range. Die anderen drei finde ich eigentlich ganz spannend. Vielleicht, gehen wir erstmal in das Kleinste, in das Emeralds DAO Karat Investing NFT. Das kostet $120, also ist für einen vertretbaren Preis machbar. Davon gab es, glaube ich, zum Start 10.000 Stück. Naja, 9.900 sind noch da, das hat also gerade angefangen. Im Prinzip ist es so, dass du einmal investierst diese $120 und du bekommst dafür ein Smaragd mit einem Minimalwert von um die $600. Allerdings erst, ich glaube, nach 3 Jahren. Das müsste man sich hier nochmal kurz reinschauen. Vielleicht sehen wir das auch in der Tabelle etwas besser. Ja, Gemstone ist 600. Wie gesagt, ich glaube erst tatsächlich nach 3 Jahren. Also das ist so, dass du da im Prinzip in Vorleistung gehst und dann nach einer gewissen Zeit deinen Smaragden bekommst. Aber aus $120 $600 machen innerhalb von 3 Jahren ist jetzt auch kein ganz schlechter Deal. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch mehr als einen von diesen NFTs kaufen. Schauen wir uns das nächste Mal an. Das vielleicht die nächste Größe, das ist der Emeralds DAO Investing NFT. Hier wird es dann schon ein bisschen interessanter, du investierst ein bisschen mehr, $600. Hier gibt es auch weniger von, nur 2.500. Und hier ist es so, dass du einen Smaragd bekommst mit einem Wert von bis zu $600. Was sie hier allerdings auch sagen, ist, glaube ich, Minimalwert sind $300. Und wahrscheinlich wird es eher so in der Größenordnung sein. Also irgendwo zwischen 300 und 600. Das Ganze, das gilt für alle, fängt auch erst Ende 2024 an. Weil jetzt ist ja gerade mal so die Phase, wo du das Geld einsammelst. Dann muss natürlich die ganze Arbeit gemacht werden. Also Ende 2024 geht's los. Das musst du auch wissen, das ist hier nichts, wo du schnell dein Kapital verzehnfachst. Das ist jetzt hier nicht der neue Memecoin-Hype-Projekt, wo es super schnell super viel gibt, sondern das ist stabil, langfristig, vielleicht sogar ein bisschen langweilig auf bestimmte Art und Weise, aber auf sehr, sehr positive Art und Weise, meiner Meinung nach, weil du eben, wie gesagt, einen physikalischen Gegenstand für dein NFT bekommst und wenn du das langfristig durchziehst, auch über gegebenenfalls einen sehr langen Zeitraum. Und dann vielleicht so das letzte, das Emeralds DAO Investing Club NFT. Das ist natürlich mit einem Preis von 1.200 schon knackig. Das ist schon ein gewisses Investment, das stimmt. Allerdings erinnere ich mich, dass zum Beispiel die NFTs von der Meetabrew Society, die waren auch ungefähr bei dem Preis. Dafür hat man jedes Jahr Bier bekommen. Auch nicht schlecht, gutes NFT, keine Frage. Oder die Plants NFTs im Cannabis-Bereich sind, glaube ich, auch so bei $1.000. Das ist jetzt also auch nicht komplett irgendwie eine unterschiedliche Range.
Aber klar, muss man sich natürlich überlegen, ob man das machen möchte. Davon gibt es allerdings auch nur 1000 Stück. Das heißt, das ist dann schon eine ziemlich exklusive Geschichte hier. Klar, wenn die 1000 Stück verkaufen, 1000 mal 1200 eingesammelt sind, 1,2 Millionen, damit kann man dann wahrscheinlich schon was Gutes machen. Dafür bekommt man allerdings auch garantiert einmal im Jahr einen Smaragden im Wert von 600 bis zu 2000 Dollar. Gehen wir mal vom Minimalwert aus, das heißt 600, jetzt ein Return of Invest nach 2 Jahren und ab da verdienst du eigentlich nur noch, finde ich persönlich ein ziemlich attraktives Angebot. Und ja, dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Sachen, Lotterien, Trips nach Brasilien und so weiter. Das, finde ich, läuft bei mir unter Nice to Have. Das ist nicht das Entscheidende aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht richtig spannend sind halt diese Beträge, dass man die damit safe bekommt. Damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Natürlich, ganz klar, wir müssen hier in Betracht ziehen, das ist ein ganz junges Projekt. Hier gibt es immer ein riesen Risiko. Man kann natürlich auf so einer Homepage hier versprechen, was man möchte, erstmal Geld einsammeln und niemand verspricht dir, dass die nicht in einem halben Jahr weg sind. Ich glaube das nicht aus meiner Interaktion, die ich mit denen hatte. Ich habe mit ihnen gesprochen, aus dem KYC und Audits und so weiter, die gemacht werden. Aber es gibt keine Garantie. Also das musst du dir auch ganz klar vor Augen führen. Das ist ein Hochrisiko-Investment. Aber wenn du solche hohen Gains haben möchtest, geht das nur mit Hochrisiko. Das ist das, was man im Auge behalten muss und wo man halt einfach Geld investieren kann, was man übrig hat, was man gerade nicht braucht, wo man gerne einen High Gain mit haben möchte, aber wo man mit einem Loss eben auch leben kann. Da müsst ihr euch auf jeden Fall bewusst sein, nehmt das, zieht das immer in Betracht. Ja, wie gesagt, werde ich das Projekt weiter verfolgen. Wir werden sicherlich demnächst ein AMA in der Telegram-Gruppe haben, sodass ihr eure Fragen auch an das Team stellen könnt. Und es wird Follow-up-Videos geben, wenn es News gibt. Wenn es Audit raus ist, werde ich da auf jeden Fall ein Follow-up haben. Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder euch irgendwelche Sachen unklar sind, haut ihr mir hier in die Kommentare. Dann kann ich die mit dem Team besprechen und im nächsten Video auf jeden Fall aufgreifen. Und dann können wir das in der Form weiterentwickeln, was ich eigentlich ziemlich cool fände. Gut, und das soll es dann eigentlich für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn du die Updates zu Emirates DAO und anderen Projekten nicht verpassen möchtest, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und du hilfst mir sehr, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dankeschön. Ciao.